Rentenerhöhung 2022 – Daten und Fakten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 22. März 2022 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass es zum 1.7.2022 eine ordentliche Rentenerhöhung geben soll. Und zwar für den Westen und für den Osten Deutschlands. Und in der gesetzlichen Rente wird sich dann ab dem 1.7.2022 einiges ändern. Und zwar folgendes. Bis zum 30.06.2022 gelten folgende Rentenwerte im Westen. 34,19 Euro für einen Entgeltpunkt und im Osten 33,47 Euro für einen Entgeltpunkt. Dann gibt es die prozentuale Erhöhung von im Westen 5,35% und im Osten von 6,12%. Das ergibt dann zum 1.7.2022 folgende neue Rentenwerte. Und zwar im Westen 36,02 Euro, im Osten 35,53 Euro für einen Entgeltpunkt. Das heißt also, wir haben erhebliche Änderungen in den Rentenwerten West und Ost im Jahr 2022. Die Rentenwertangleichung Ost an West, die ja zum 1.7.2024 geplant ist und auch gesetzgeberisch vorgegeben ist im § 255a SGB VI, die kommt immer ein Stückchen näher. Das heißt, wenn Sie sich mal bitte diese Rentenwerte hier anschauen, zum 1.7.2022, dann sehen Sie 36,02 Rentenwert West, 35,53 Rentenwert Ost. Und dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, nämlich West, Ost, sage und schreibe 49 Cent. Und als nächstes ändert sich dann noch der Freibetrag für die Einkommensanrechnung bei der hinterbliebenen Rente. Sie wissen ja, dass wenn Sie eine hinterbliebene Rente haben und noch zusätzliches Einkommen haben, dann gibt es eine Einkommensanrechnung und für diese Einkommensanrechnung gibt es gesonderte Freibeträge West und Ost. Im Westen und Osten steigen die Freibeträge zum 1.7.22 auf 950,93 Euro und im Osten 937,99 Euro. Das heißt also, wenn Sie ein Einkommen haben, was bereinigt nicht höher als 950,93 Euro im Westen oder 937,99 Euro im Osten, dann wird dieses Einkommen nicht an die hinterbliebenen Rente angerechnet. Zu guter allerletzt, ab dem 1.7.2024, so hat es Hubertus Heil am 24.03.2022 angekündigt, sollen alle EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die vor dem 01.01.2019 eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben, auch noch eine ordentliche Rentenerhöhung, 7,5% mehr Rente bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.